Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wolfenstein, The Old Blood. Na gut, das können wir eh nicht gebrauchen. Au. So ein paar Sachen heilen sich wieder mit der Zeit. Bei sowas kriege ich Gänsehaut. Als Christen bin ich. Und wer hat darüber gesprochen? Helga. Ich habe sie gestern Abend gehört. Das ist mehr als das. Es ist übernatürlich. Zweifelst du etwa ihre Motive an? Natürlich nicht. Es ist nur... Sie ist Oberstleutnant der Spezialeinheit. Sie handelt nur zum Besten des Landes. Meinst du, es interessiert sie, was du denkst? Nein, aber... Sie könnte dich auf der Stelle erschießen lassen. Ja, aber... Warum bist du der paranormalen Spezialeinheit überhaupt beigetreten? Wenn du glaubst, dass solche Dinge unnatürlich sind, hä? Ich... Was? Ich dachte, wir würden etwas zum Anfassen suchen. Wie den Heiligen Gral zum Beispiel. Den Heiligen Gral? Ja. Ich weiß es. Am besten verlierst du auch jetzt kein Wort für den Schön. Ja, stimmt, da hat er recht. Also von wegen, warum trittst du dann dieser Einheit bei, wenn du halt nicht daran glaubst? War das gerade ein Burger? Hüpfen wir doch mal hier hoch. Und sehen, dass es hier weitergehen könnte. Kann ich mich hier hochhangeln? Nee. Da liegt noch ein bisschen Essen rum. Hier kann ich aber hochklettern. Okay. Gut, ich glaube, so langsam ist mit dem Klettern einigermaßen raus. Schauen wir, was uns hier noch erwartet. Okay, das sieht nicht so angenehm aus. Juhu, Gold entdeckt. Das zieht sich bisher auch durch alle Teile durch. Mit dem Goldsammeln mal mehr oder mal weniger nützlich. Mhm. Gehst du wieder? Das ist schön. Okay, damit könnte ich also Kisten aufbrechen. Oh, ich glaube, wir sollen jetzt ballern. Habe ich den Eindruck. Wenn einem das schon so angelegt wird... Überraschung! Das geht. Läuft sogar ziemlich rund gerade. Na gut, werden es auch hier ausschalten können. Okay, Leben brauchen wir gerade nicht. Lagerraum, das klingt doch mal interessant. Na gut, können wir leider nicht hin. Haben wir dann hier noch was Interessantes? Militärisches Material. Leben. Ja. Wenig Dosenfutter. Dann schalten wir hier nochmal ab und gucken mal, was uns dann noch Schönes erwartet. Nächster Abschnitt. Hunde. Gut, gut. Da haben wir noch Gold. Das nehme ich mal noch mit. Wir schieben das Ding mal durch die Gegend und gucken, wo uns das hinbringt. Und wirklich viel sehen können wir ja nicht.
Ich schleiche mal gerade hier dran vorbei. Dann wird der Hund schnell erledigt. Ja, die müssen wir halt jetzt gucken, wo wir hinkommen. Wo kommen wir denn hier hin, wo wir schon mal dabei sind? Ach, guck mal, sehr praktisch. Kann man auch noch einigermaßen gut umgehen. Ich weiß nicht, ob das später dann nochmal so eindeutig angezeigt wird. Ah, wir müssen eh weiter. Da geht es aber noch weiter, sehe ich gerade. Oder? Nee, nicht wirklich. Okay, also noch ist das alles hier relativ schlauchig mit den Level. Dann will ich gerade mal warten, dass du wieder dich verzogen hast. Und dann geht's ab in den nächsten Abschnitt. So ist das fein. Gut, der Strom wäre abgestellt. Diese Tür ist wieder offen. Was haben wir denn jetzt hier? Ach, der ist schon deaktiviert. Gut. Nutzen wir mal die Chance. Super Beton. Juhu. So, jetzt hat das Ding auch wieder Strom. Da will ich aber noch mal kurz hier in die Kisten reingucken. Es gäbe halt Essen. Gut. Lebensenergie haben wir auch gerade genug. Brauchen wir dann nicht. Von daher. Ich glaube, wenn wir den vorher nicht ausgeschaltet hatten, wäre der wahrscheinlich auch noch aktiv geworden. Na dann, ab nach unten. Vielleicht können wir uns da dran noch verstecken. Oder dahinter noch verstecken. Könnte eventuell praktisch werden. Ups. Jawohl, ja. Mal gerade schauen, wenn wir hier den Strom abstellen, gilt das auch für euch oder gilt das nur für den hier für den Fahrstuhl? Sehr schön. Gilt auch für den Kollegen hier. Weiß nicht, ob der das jetzt gesehen hat. Scheinbar nicht. Gut, das beruhigt mich auf jeden Fall. Kannst du nämlich jetzt wieder gehen? Wir verziehen uns mal gerade schnell hier rein. Da brauchen wir zum Glück auch noch nichts von. Gut. Ich glaube, den können wir so einfach nicht ausschalten. Oder ich müsste halt da hinten nochmal kurz nachschauen. Hatte ich hier irgendwas gesehen zum Ausschalten? Nicht so wirklich. Vielleicht hängt der aber auch hier an dem Strom mit dran. Das wäre halt ganz praktisch. Von daher Beeilung. Sonst verziehen wir uns halt dann einfach.
So. Zellenblöcke. 100. Oh. Na gut, da wird gerade jemand verfüttert. Wir klettern hier mal hoch. Ich glaube, dem geht's nicht mehr so gut, habe ich den Eindruck. Kommen wir denn hier einigermaßen ungesehen durch? Okay, wir müssen da runter. Gucken, ob wir die einigermaßen nacheinander ausschalten können jetzt. Dreh dich nochmal weg. Du Hund. Da müssen wir rein. Okay. Hat es nochmal gut gegangen. So, hier ist überall. Ah, okay, warte mal, wenn wir dann dort reingehen. Und dorthin, dann kommen wir da rein. Ha. Und mit unserem Rohr können wir das dann auch problemlos aufstemmen. Sehr gut. Noch ein wenig Gold. Okay, hier geht es erstmal nicht weiter. Hier war dann wahrscheinlich nur das Gold. Wartungstunnel. Hi, Ratte. Hm, kann man sich aber auch schnell verlaufen. Hier unten. Okay, abgesehen von der... So, können wir eigentlich auch wieder hoch? Ah ne, das ist eine Leiter. Ich dachte, es wäre irgendwie eine Trage oder so. Gut, dann fällt das ja schon mal flach. Was haben wir jetzt hier eigentlich noch alles... Ah, da können wir durchbrechen. Gut, brechen wir. Diese brüchigen Materialien hier. Und eine neue Kletter-Session. Zack. Angekommen. Links, rechts, geradeaus. Geht einigermaßen. Gehen wir doch einfach mal nach links hier. Tschüss, Ratti. Und dann können wir hier wieder hoch. Gute Nacht. So, dieser Hund wäre durch. Und hier gäbe es noch ein paar zu erledigen. Und dabei allerdings auch noch eine Wache, oder? Wo die rennt da oben rum. Das sollte dann vielleicht funktionieren. Wenn wir uns die Viecher mal so schnappen. Kannst du da oben nämlich einfach weiter rumrennen? Wer ist ein feiner Hund? In Ruhe. So, Hunde ausgeschaltet. Fehlt noch die Wache da oben. Mal gucken, wie wir da jetzt am besten rankommen.
Da wäre noch Gold, das heißt, ich möchte da ganz gerne mal rein. Müssen wir auch, wie es aussieht. Ja, müssen nicht, aber können wir. So, ich glaube, jetzt können wir uns hier ein bisschen freier mal umsehen und ein bisschen... Ne, da kamen wir her. Ungestresster. Hm. Vielleicht gehen wir auch einfach mal hier hoch. Oder, ne, da haben wir noch einen offenen Schacht, wo wir rein können. Hallo Schacht, wie geht's dir denn so? Okay, den können wir hier ausschalten. Sehr schön. Glück gehabt. Hopp, 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 hopp. Gut, damit wäre hier erstmal Ruhe. Die Gegner wären soweit erledigt und wir können uns hier weiter umschauen. Ehrlich gesagt, was brauche ich denn hier noch an Waffen großartig? Ah, das ist praktisch. Allerdings will ich vorher nochmal gucken, ob wir hier oben wahrscheinlich ja nichts haben. Nee. Das war zu erwarten. War schon gut, das Rohr. Also, es tut. Sehr vielseitig einzusetzen. Tut meistens seinen Dienst. Ist sehr hart. Schön. Oh. Hier ist auch länger nicht mehr sauber gemacht worden. Aber natürlich, du armes Ding, ein bisschen Fett ansetzen. Ja, wir wollen doch nicht, dass du hier drin dahin fliegst. Nicht wahr? Es gibt genug für alle. Hm. Er kennt das Geheimnis. Oh Gott, sie kennt das Geheimnis. Erzähl mir von dem Geheimnis. Was weiß Helga? Oh mein Junge. Bist du von der Front zurück? Ich hätte nie gedacht, dass ich dich wiedersehe. Oh, mein kleiner süßer Junge. Oh. Tut mir leid, alter Mann. Du verwechselst mich mit jemandem. Ich dachte, eine Sekunde lang. Ja, die sind ja gar nicht mehr so fit, muss ich ja sagen. Die neue Wahrheit. Mittelalterliches Schwert in der Wolfburg ausgegraben. Unter einer Straße in Wolfburg fanden Archäologen die Teile eines alten Schwertes. Die Waffe wurde auf das 10. Jahrhundert datiert und gehörte einem mittelalterlichen Ritter. Boah, ich bin irgendwie gerade durch. Ich weiß auch nicht warum. Lotti Kohl, die Leiterin der Ausgrabungsstätte, äußerte sich heute begeistert über den historischen Fund. Der Ritter stand in Diensten von König Otto, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, als er aus unbekannten Gründen auf den Straßen Wolfburgs zu Tode kam. Ein Zusammenhang dieses Fundes mit der Zerstörung Wolfburgs im Jahre 965 nach Christus konnte nicht nachgewiesen werden, aber er unterstreicht die unter örtlichen Historikern beliebte These, dass eine von König Otto ausgesandte Truppe von Rittern getötet wurde, als sie vergeblich versuchte, die Stadt vor den einfallenden Plünderern zu verteidigen. Mhm. Also war die Frau, die wir, also den Brief, den wir da im Gefängnis gefunden haben, war wohl die ehemalige Leiterin.
Ja, streichel du mal weiter. So, da könnten wir uns jetzt mal durch hacken. Machen wir aber in der nächsten Folge erst. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.